Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Zweite Fußball-Bundesliga, der 23. Spieltag steht an. Und da sind wir zu Gast in der Continental Arena. Und die steht bei niemand geringeren als dem Verein vom SSV Jahn Regensburg. Ich glaube, so ist das politisch korrekt. Und mir fällt als erstes wieder auf unser unheimliches Glück mit den Schiedsrichtern. Na, guck mal an. Hallo, Herr Steffen Schwurbel. Sag mal, hat die DFL nur noch irgendwie 2 oder 3 Schiedsrichter, die befugt sind, in der deutschen zweiten Liga zu pfeifen? Oder warum haben wir andauernd diesen Mann an der Pfeife, diese olle Pfeife? Ah, es könnte einen schon wieder leicht aufregen. Aber was will man machen? Wir können nichts ändern. Das Einzige, was wir ändern können, was Fridolin Feige ändern kann, ist die Startausstellung. Und da hat er für seine Verhältnisse sehr kräftig durcheinander gewirbelt. Gegenüber der Vorwoche beim torlosen Unentschieden zu Hause gegen den FC Ingolstadt. Die Adler von Preußen Münster sind seit 2 Spielen ohne Sieg. Heute müssen wir allerdings schon fast punkten. Beim Tabellenvorletzten, bei den abstiegsbedrohten Jahn Regensburgern. 4 Veränderungen hat es gegeben. Nico Neidhardt kommt neu in die Partie auf der linken Seite für Al-Hazameh. Dann erwartungsgemäß Joel Fanif auch wieder zurück anstelle von Pavlidis, der im letzten Spiel die Chance bekommen hat, aber nicht wirklich nutzen konnte. Fanif, das war die Ausrede von Fridolin Feige beim letzten Mal, war ein bisschen überspielt und deswegen wollte er ihm einfach mal eine Pause gönnen. Aber seine Spielideen haben eben gegen Ingolstadt vor allem im zweiten Durchgang doch heftig gefehlt. Also ganz wichtig, dass der Niederländer heute wieder dabei ist. Und auch die Doppelspitze hat gewechselt. Della Fiore und Höhler rotieren raus. Kubilanski und Waschewski dafür neu im Sturmzentrum. Bei Dauerregen am 10. März 2019, Sonntagmittag, mit einer Parallelpartie noch Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Die Konkurrenz war größtenteils schon im Einsatz und hat fast allesamt Punkte liegen gelassen. Allein Greuther Fürth konnte bis jetzt gewinnen von unseren Aufstiegsmitaspiranten, denn die haben in Hannover gewinnen können. Am Montagabend findet noch das Spitzenspiel zwischen Bochum und Freiburg statt. Da nehmen sich also 2 weitere Konkurrenten direkt die Punkte weg. Das ist die Riesenmöglichkeit für uns, für den SC Preußen Münster, ein bisschen Boden gut zu machen in Sachen Aufstiegskampf. Und es ist ja eigentlich heute schon fast ein Pflichtsieg beim Vorjahresaufsteiger bei Jahn Regensburg, die relativ sicher die Klasse halten konnten. Aber jetzt müssen sie gegen den diesjährigen Aufsteiger Preußen Münster auf jeden Fall hundertprozentig dagegen halten. Und wie das Spiel dann aussehen wird und ausgehen wird, das erfahren wir jetzt am 23. Spieltag. Jahn Regensburg gegen Preußen Münster. Da haben wir nochmal kurz die Tabelle gesehen. Greuther Fürth als auch der 1. FC Nürnberg sind punktemäßig mittlerweile zu uns aufgeschlossen. Wir könnten theoretisch allerdings punktemäßig auch heute mit dem VfL Bochum gleichziehen gegen das Team von Marco Grüttner, Jans Kapitän, mittlerweile 33 Jahre alt, steht heute auch natürlich wieder in der Startelf. Hinspiel übrigens in Münster konnten wir damals knapp mit 1:0 gewinnen durch das Siegtor von Waschewski. Regensburg spielt mit Pentgem Tor, Nanschik, Oberdas, Knoll und Stefan Nouville in der Viererkette, Leis und Geipel auf der Doppelsechs, Freis und Hesse über die Außen und 2 Spitzen mit Grüttner und Niedfeld. Auf der Bank finden wir unter anderem einen ehemaligen Münsteraner, nämlich Moritz Heinrich, der ja in der Winterpause für 1,75 Millionen Euro hier nach Regensburg gewechselt ist, auch schon ein Tor immerhin erzielen konnte. Körper bei Münster im Tor. Neidhardt, Rösela, Giassola, Schwers und Kammerbauer in der Fünferkette. Vanif ist zurück. Leon Schwers übrigens war ja noch mit einer Schulterverletzung aus dem Ingolstadt-Spiel in die Trainingswoche gegangen.
aber fühlt sich auf jeden Fall fit genug, um heute in der Startelf zu stehen. Ganz, ganz wichtig für unsere Defensive der Preußen Adler. Tobias Rühle übrigens, den wir ja auch in der Vorsaison schon nach Regensburg verkauft haben, ist verletzungsbedingt heute nicht dabei, ist eigentlich hundertprozentiger Stammspieler hier in Regensburg geworden. Und auch der andere ehemalige Münsteraner, Simon Scherder, ist heute also nicht mit im Aufgebot. So, der Platz im So-Lala-Zustand. Für Feintechniker wahrscheinlich nicht die optimalen Bedingungen. Aber es geht nicht immer um feine Technik, sondern manchmal auch um Kampf, um Einsatz. Preußen Münster hat angestoßen in Grün und Schwarz im ersten Durchgang, also auf das linke Tor zuspielend. Und ich glaube, wir werden heute einen eher defensiv eingestellten Gegner erwarten dürfen. Der FC Ingolstadt im letzten Spiel hat ja sehr hohes Pressing, sehr hohe Laufbereitschaft gezeigt. Der Gegner heute wird wahrscheinlich ein bisschen anders auftreten. So, eigentlich erstmal den Vorteil abgewartet von Herrn Steffen Schwurbel, aber dann schlussendlich doch wieder zurückgepfiffen. Gibt den Freistoß für die Gäste aus dem Münsterland. Röse da führt ihn kurz aus auf Nico Neithardt, der also auch neu reinrotiert ist. Der mit der Verlagerung rechts raus auf Kammerbauer, der den Ball nicht perfekt annehmen kann. Nancic, der Linksverteidiger, geht erstmal dazwischen. Aber weiterhin Ballbesitz für Rizzi und Vanif. Toko, Kobylanski, Waschewski, zurück zu Kobylanski! Solche Spielzüge hat man im letzten Spiel gegen Ingolstadt nur ganz, ganz selten gesehen. Stark durchkombiniert. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich den Ball schon fast drin gesehen. Aber Friedolin Feigl kann nicht zum Jubelsturm aufbrechen, denn der Ball ging knapp über das Tor von ihm hier, von Pentke, hinweg, der im Hinspiel überragend gehalten hat, zwei, drei klasse Paraden rausgeholt hat und eine höhere Niederlage damals im Preußenstadion verhindert hat. Aber heute ist natürlich wieder ein völlig anderes Spiel. Kammerbauer mit dem Ballgewinn, zweifacher Ballgewinn. Vanif, links raus auf Neithardt. Wieder schnell direkt gespielt. Kobylanski, Waschewski schießt den Innenverteidiger an. Das müsste Nancic gewesen sein, der Linksverteidiger, so sieht's aus, der den Schuss von Waschewski blockt. Erste Ecke, 9 Minuten vorbei, also die Fahrrichtung ist hier schon in den ersten Minuten klar zu erkennen. Preußen Münster wird versuchen, offensiv nach vorne zu spielen. Ecke von Vanif, Dion Schwers, Kobylanski, alle im Strafraum, kommen aber nicht zum Abschluss. Ah, den hätte er annehmen können. Ich glaube, der Jens Röseler war das gerade. Regensburg aber schon früh unter Druck gesetzt. Haben Schwierigkeiten, hier einen vernünftigen Spielaufbau zu betreiben. Jetzt gewinnen sie aber das Kopfballduell. Und dadurch haben sie eine Menge Platz. Sebastian Preiß allerdings im Abseits. Der fleißige Sebastian Preiß war schon bei diversen Zweitligavereinen unter Vertrag. Kammerbauer macht den Schritt nach draußen und stellt den erfahrenen Linksaußen da deutlich in die verbotene Zone. Freistoß, Leon Schwers. Kammerbauer. Auch er kann die Seite wechseln. Nico Neithardt. Oh, Missverständnis mit Vanif. Solche Ballverluste können wehtun. Aber Rizzi repariert. Vanif. Und wieder Waschewski, Kobylanski. Die beiden Stürmer schon jetzt besser eingebunden als Della Fiore und Höhler in der letzten Partie. Wieder Verlagerung von Neithardt. Aber Kammerbauer ist nicht groß genug, ein Kopf zu klein. Aber schwacher Einwurf da von Jan Regensburg. Kammerbauer fast mit dem Ball gewinnen. Wieder der lange Schlag. Und wieder holt Regensburg da den Kopfball, mit ein bisschen Glück allerdings nur. Jetzt mal der Ball auf den Flügel raus. Und da war Kammerbauer dann noch dran. Warum ist Kammerbauer da zum Ball gegangen? Hätte ihn einfach ins Auslaufen lassen können. Stattdessen kommt dieser Angriff hier zustande. Diasola und klasse Parade von Körber. Chance für Grüßner müsste es gewesen sein. Und dann Rösela ganz stark geklärt. Gegenzug vielleicht, wenn es schnell geht. Vanif, Rizzi, Toko. Klasse Wahl auf Neithardt. Der hat jetzt ein bisschen grüne Fläche vor sich. Nico Neithardt nimmt Vanif mit. Zurück zu Neithardt. Und dann wieder erstmal das Spiel verlangsamt. Rizzi nimmt Diasola mit. Der zu Toko.
Der rechts raus auf Kammerbauer. Der bringt noch die Flanke rein. Pentke dazwischen. Schneller Gegenzug. Abgefangen von Röse da. Toko. Wieder Vanif, der die Bälle gut verteilt. Nico Neidhardt gegen Stefanovic. Sieht Kobylanski, der mit der Drehung gegen Urabas. Kobylanski wird gefoult. Und es gibt sogar die gelbe Karte zur Verwunderung von Ali. Oder war es den Innenverteidiger? 26. Minute, erste Verwarnung. Ja, der hält Kobylanski wirklich die ganze Zeit und dauerhaft am Trikot. Ja, da muss er gar nicht so verdutzt schauen. Kann man durchaus geben. Ganz knapp außerhalb des Strafraums. Deswegen nur Freistoß für Joel Vanif, der diesen Ball als Flanke hereinbringen wird. Leicht abzuwehren für Regensburg. Gegenzug, Kammerbauer unterbindet diesen mit ein bisschen Glück gegen Sebastian Freis. Fleißkärtchen für Preußens Rechtsverteidiger Rizzi. Dauert zu lange, allerdings leichtes Foulspiel da. Von Nanschik gibt den nächsten Freistoß. Also Regensburg spielerisch hier nicht die Übermacht, aber sie halten mit allem, was sie haben, auf jeden Fall dagegen. Deren Ziel ist ganz klar natürlich der Klassenverbleib. Freistoß, Schwers, Giasola, Rizzi, guter Ball, Kammerbauer im Strafraum, zieht die Flanke, Pentke ist da, bisschen zu kurz die Flanke geraten. Und Rizzi haut sich da voll rein gegen Geipel und er zwingt so den Einwurf. Also das hier ist eine echte Kampfpartie in der ersten halben Stunde. Rizzi, Toko, zurück zu Rizzi. Keine Anspielstation, Vanif bietet sich an. Kleiner Haken, Toko und Kobylanski aus der Drehung versucht es direkt. Allerdings keine Gefahr. Das ist das gefährliche Kurzpass. Spiel der Preußen Adler. Das war allerdings auch in den letzten beiden Partien so. Da sind wir jeweils in der ersten Hälfte eigentlich richtig gut gestartet. Aber dann kam jeweils der Einbruch in Durchgang Nummer 2. Ich hoffe, das wird heute etwas anders laufen. Das werden wir auf jeden Fall gespannt beobachten. Aber noch ist ja keine Pause. Gut abgewehrt von Jens Röseler. Neidhardt, Gegenzug. Kobylanski. Waschewski, von ihm heute noch nicht so viel zu sehen. Waschewski stark von Knoll dazwischen und fast dadurch durch diesen Querschläger den Gegenzug eingeleitet. Ball aber am Ende in den Handschuhen von Körber. Giasola, noch knappe 10 Minuten bis zur Pause. Rizzi, Vanif, wieder links raus auf Neidhardt. Kobylanski, vorbei an Knoll, wird gefoult. Ziemlich viele unnötige Foulspiele des Tabellenvorletzten aus Regensburg. Allerdings die Freistoßsituation ist noch relativ weit weg vom Tor. Geschätzte 35 Meter. Wir werden es trotzdem mal als Freistoßflanke probieren. Scharf reingetreten von Joel Vanif. Aber Regensburg kann auch diese Situation nicht klären. Es gibt Eckball. Man sieht in Situationen wie diesen, dass Regensburg momentan auf einem Abstiegsplatz steht. Das Selbstvertrauen ist nicht unbedingt da. Hier nochmal die Parade von Pentke bei der Kammerbauerflanke vor Waschewski, fair am Ball. Nächste Ecke. Immer wieder das Thema, wenn es aus den Spielen nicht so wirklich klappt, vielleicht mal nach einer Standardsituation. Vanif. Röseler wird dann leicht bedrängt, konnte da nicht zum Kopfball hochsteigen. Aber Partie läuft weiter. Vanif nochmal. Vanif, gute Grätsche von Stefanovic, aber Vanif bleibt erstmal am Ball. Röseler mit dem Chipball, aber Geipel passt da auf. Neidhardt setzt aber stark nach und findet Waschewski. Und klasse Parade von Pentke. Nochmal, Neidhardt bringt den Ball ein zweites Mal gut rein. Und Rizzi mit dem Kopfball. Pentke steht goldrichtig. Genau wie im Hinspiel, der Schlussmann der Regensburger. Nochmal. Heftigst im Mittelpunkt. Kobylanski. Waschewski. Ach, und der Abstoß zu schwach. Kein Problem für Pentke. 3 Minuten Nachspielzeit. Fehlpass. Toko kann Vanif den Ball erobern. Nicht ganz. Stefanovic. Geipel. Und wieder dieser lange Ball. Einfach zu verteidigen. Für Schwers und Neidhardt.
Jetzt mal der lange Ball nach vorne, weil gleich sowieso Halbzeit ist und Waschewski, ja, mit dem wahnwitzigen Versuch aus 40 geschätzten Metern. Pause! In der Continental-Arena hier in Bayern, in Regensburg. Keine Tore, 0:0. Preußen-Münster entwickelt momentan keine wirkliche Torgefahr. Das ist mittlerweile die vierte Halbzeit, wo Preußen-Münster ohne Tor geblieben ist. Aber gut, 45 Minuten bleiben uns ja noch Zeit. Überlegen ist der Tabellendritte momentan. Hatte Chancen durch Kubilanski, durch Waschewski, aber konnten diese leider nicht nutzen. Wir waren häufig nah dran, aber irgendwie immer noch ein Körperteil der Regensburger dazwischen. Das Tabellenschlusslicht. Bielefeld führt übrigens etwas überraschend zur Pause in Dresden mit 1:0. Ausdauertechnisch, ja, Kammerbauer schon wieder angeschlagen. Leon Schwerz, der ja angeschlagen in die Partie ging, auch nicht bei 100%. Wir machen aber erstmal ohne Veränderung weiter. Auf in die zweite Hälfte, in den zweiten Durchgang. Regensburg immer noch in Weiß und Rot, den Vereinsfarben. Jetzt also von rechts nach links. Und man merkt schon, wenn sie das Spiel selber machen müssen, das ist nicht unbedingt deren Stärke. Aber, ich hatte es ja vorhin gesagt, in der ersten Hälfte, in den letzten beiden Partien, waren wir im zweiten Durchgang deutlich leistungstechnisch abgefallen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir konditionell nicht ganz auf der Höhe waren, aber gegen Aue als auch gegen Ingolstadt zuletzt haben wir da ganz heftig nachgelassen. Heute dürfen wir nicht nachlassen, im Gegenteil, wir müssen den Druck noch weiter erhöhen. Kammerbauer auf Waschewski. Tobias Waschewski zieht nach innen, wird nicht angegriffen, Waschewski noch leicht abgefälscht und wieder Pentke rechtzeitig unten. Oh, und jetzt einfach mal ein gewonnenes Kopfballduell. Und das wird zum klasse Konter. Auch der Abpraller landet wieder vor den Füßen des Regensburger Stürmers. Und der hat auf einmal die Riesenchance. Niedfeld war es. Mit viel Gefühl. Und da muss sich Körber ganz lang machen. Gegen den Mittelstürmer aus Regensburg. Also, das war viel Stückwerk, viel Zufall dabei, dieser Angriff der Regensburger. Aber fast ist er in einem Tor ungemünzt. Waschewski, vielleicht jetzt der Konter auf unserer Seite. Leider nicht ganz. Rizzi kann den Ball erobern und den Gegenzug einleiten. Kubilanski. Waschewski macht mit. Toko ist auch dabei. Der wird auch geschickt. Nzotzi Toko macht nochmal den Haken. Toko bleibt bei 7 Saisontoren beim Schweizer. Wechsel Regensburg, Hesse geht, der Tobias Rühle Ersatz und für ihn kommt ein neuer junger Mann, nämlich Kassi in die Partie, Flügelspieler für Flügelspieler. Mal gucken, ob er das Flügelspiel der Gastgeber beleben kann. Leon Schwerz, fairer Zweikampf, Fanif, Neidhardt, Kubilanski, Waschewski, Tobias Waschewski, Ball springt zu weit weg. Zu kompliziert. Rizzi holt den Ball gegen Grübner, müsste es gewesen sein. Münster weiterhin mit deutlich mehr Ballbesitz. Toko, Kammerbauer. Flanke auf Kubilanski! Ich wollte gerade eigentlich sagen, da ist kein Abnehmer für Flanken im Strafraum. Doch, Martin Kubilanski kann's auch. Mit Köpfchen. Kammerbauer. Mit der Flanke. Und dann ist Knoll. Beziehungsweise Oderbass. Der ist zu weit weg von seinem Gegenspieler Kubilanski. Und der aus der Entfernung kann selbst er einköpfen. Endlich die Führung, wird sich er hier denken. Fridolin Feige. Minute 61. Das 5. Saisontor von Martin Kubilanski. Ganz wichtig nach einer Stunde, dass die Preußen jetzt hier in Führung gegangen sind. Kann Regensburg sich davon jetzt nochmal erholen und zurückschlagen. Foulspiel von Fanif gegen Kassi, der gerade eingewechselt wurde. Und wir können vielleicht jetzt auch nochmal wechseln. Kammerbauer hat sich schon wieder relativ müde gelaufen da. Aber wir haben heute nicht
Julian Gressel auf der Bank sitzen, also keinen direkten Ersatzspieler für ihn. Wir könnten natürlich Al-Hasami bringen und Neidhardt dann auf die rechte Seite stellen. Aber heute möchte ich erstmal Ulrich Bapo reinnehmen, der unter der Woche wirklich hervorragend trainiert hat und heute auf jeden Fall einen Einsatz verdient hat. Er wird für Fanif kommen und wir werden Al-Hasami ebenfalls bringen. Jetzt die Frage für Neidhardt oder für Kammerbauer, der das Tor gerade sehr schön vorbereitet hat. Ich würde sagen, wir bringen ihn mal für Nico Neidhardt. Kammerbauer muss heute irgendwie versuchen, durchzuhalten. Doppelwechsel also in der 64. Minute. Bapo und Al-Hasami für Fanif und Neidhardt. Und wir haben noch einen letzten Wechsel offen. Den werden wir wahrscheinlich dann in der Schlussphase offensiv auch nochmal dann wahrnehmen. Della Fiore oder Höhler könnten wir da auf jeden Fall nochmal reinwerfen. Rizzi mit dem gewonnenen Kopfball und auf einmal ist Kobylanski völlig alleine. Verfolgt von Oberdas. Kobylanski gegen zwei Gegenspieler. Kobylanski, keine guten Laufwege da. Kobylanski, ja, kann man mal so machen. Kammerbauer, auch gute Drehung und die Flanke ist auch gut. Aber Waschewski bringt keinen Druck dahinter, diesen Kopfball. Pentke deswegen erneut ohne Probleme. Nächster langer Ball der Regensburger. Konzept bleibt erstmal gleich bei den Gastgebern. Und wir haben jetzt noch mehr Platz in der Offensive. Kobylanski, Toko, nein, Bapo war es mit dem Schussversuch. Allerdings wieder genau auf den Torwart geschossen. Pentke, trotzdem, nichtsdestotrotz, gute Parade. Nächster Angriff, Al-Hasami. Münster will die Entscheidung. Kassi stark zurückgearbeitet gegen Al-Hasami. Giasola, nächster langer Schlag. Also ich bleib dabei, fußballerisch ist das nicht unbedingt zweitligatauglich, was Jan Regensburg hier anzubieten hat. Nächster Angriff, Waschewski. Und gerade noch das lange Bein von Knoll dazwischen. Gegenzug, Rizzi kann da erstmal das Tempo ein bisschen rausnehmen. Aber nur ein bisschen. Kassi, Ball in die Spitze. Abseits, abseits. Das hat man schon aus dem Augenwinkel gesehen, dass der Linienrichter da die Fahne gehoben hat. Und wir schauen nochmal drauf. Ja, und das war relativ eindeutig. Niedfeld, nicht der Torschütze zum 1:1. Aber dadurch sind wir auf jeden Fall gewarnt. Es kann, solange es nur 1:0 steht, mal ganz schnell hinten klingeln. So, letzter Wechsel. Wir werden Waschewski rausnehmen. Und Della Fiore bleibt heute nichts mehr als die Jokerrolle für die letzten gut 15 Minuten. Von Della Fiore in den letzten Spielen nicht allzu viel zu sehen. In seinem ersten Heimspiel gegen Bielefeld war er der Siegtorschütze. Danach nicht mehr direkt an einem Treffer beteiligt. So, und Regensburg wird natürlich jetzt noch mehr nach vorne spielen. Was sollten sie auch anderes tun, logischerweise? Rizzi. Regensburg versucht früh zu attackieren. Aber Preußen findet hier momentan die Lücken. Toko. Bapo. Auf Della Fiore. Della Fiore. Al-Hasami. Und wieder dieser Teufelskerl. Pantke im Regensburger Tor. Was der jetzt schon in beiden Spielen alles gehalten hat, das ist sensationell. Toko mit der Flanke. Bapo wird da noch geblockt. Zweiter Ball. Della Fiore mit der Flanke. Regensburg kann klären. Und zum Konter. Angreifen. Leon Schwer ist mit der Grätsche ins Leere. Und wieder so ein langer Ball. Der kommt sogar an bei Knoll. Der Abwehrchef mit vorne. Schließt ab. Körber auf den Posten. Schwacher Abwurf. Regensburg dazwischen. Und Pentke hat am Ende den Ball. Muss den Ball aber natürlich wieder nach vorne bringen. Wir werden jetzt ein bisschen defensiver uns hier einstellen. Für die letzten Minuten. 7 sind's noch, die zu gehen sind. Kammerbauer, reicht seine Ausdauer? Nicht ganz. Oder was klärt auf Kosten eines Einwurfs. Nochmal der Wechsel. Jonas Niedfeld geht. Und Hisseini. Großer, bulliger Stürmer kommt. Natürlich Operation langer Ball und irgendwie den Ball nach Möglichkeit vorne einnicken. Kammerbauer. Ähnlicher Spielverlauf wie im Preußenstadion. Da haben wir auch das Spiel schlussendlich über die Zeit retten können. Ein knappes 1
zu 0. Und jetzt kommt Della Fiore an den Pfosten. Und so lebt Regensburg immer noch. Die eigentlich schon längst hätten K.O. gehen müssen. Al-Hasameh. Dapo, Toko, Kobidanski, Della Fiore. Regensburg macht natürlich auf. Ermöglicht Räume für Al-Hasameh. Kobidanski, Della Fiore, Pantke. Wieder zweimal dazwischen. Das ist nicht zu fassen. Liester, langer Ball. Röseler dazwischen. Schwers. Kammerbauer läuft auf den Zahnfleisch. Rizzi, guter Ball. Schlechter Ball von Bapo. Hätte Kobidanski aber auch den Laufweg machen müssen. Stattdessen nochmal Grüttner. Mit dem Ball in die Spitze. Röseler, heute mit einem sehr starken Spiel. In der Innenverteidigung. Dazwischen. Und dann ist Schluss. Einmal ganz tief durchatmen, Preußen-Fans. Ein Spiel, das bis zum Schluss unnötig spannend blieb. Aber am Ende fragt da keiner mehr nach. Denn die drei Punkte sind uns sicher. Und ich habe irgendwie so ein Déjà-vu. Ich glaube, genau das gleiche habe ich schon am Ende des Hinrundenspiels gegen Regensburg gesagt. Hauptsache, ein Tor geschossen und das reicht am Ende des Tages zum 1:0. Und wir haben die drei Punkte im Sack. Kobylanski heute der Siegtorschütze in Minute 61. Und ja, wie gesagt, drei Punkte, die können uns jetzt keiner nehmen. Und es könnte durchaus sein, stellen wir uns mal vor, am Montag spielen Freiburg und Bochum noch unentschieden. Dann ist Preußen Münster neben Greuther Fürth der große Gewinner dieses Spieltages. Kobylanski Man of the Match und wir sehen die Statistik. Holy shit. Wir waren deutlich, deutlich überlegen. Mehr Zweikämpfe gewonnen, 60% Ballbesitz, 16:3 Schüsse. Puh, das darfst du eigentlich niemandem erzählen. Und zum allen Übel für Jan Regensburg gewinnt auch noch Bielefeld in Dresden mit 2:0. Der zweite Saisonsieg der Arminia in der laufenden Saison. Wir gucken gleich auf die Tabelle, nachdem wir das Montagabendspiel uns noch angeschaut haben. Training würde ich sagen, lass mir so wie in der Vorwoche. Oder wollen wir Waschewski noch eine zweite Einheit geben? Wisst ihr was? Der Fiore setzt mal aus. Stattdessen geben wir Waschewski noch eine zweite Einheit mit. Ist nur die Frage, in was? Angriffsszenarios? Ja, wieso denn nicht? Noch ein bisschen an seinen Offensivqualitäten weiterarbeiten. Auch wenn Waschewski heute nicht getroffen hat, hat er, wie ich finde, ein gutes Spiel gemacht. Und auch die Trainingswoche war von Erfolg gekrönt, denn er ist jetzt auf einer 74. Und auch Bapo wieder mit einer sehr guten Trainingswoche. Note A und Note B steht kurz vor einer 67. Sehr, sehr schön. Okay, wir gehen eben einen Tag voran. So, dann gucken wir uns noch schnell bei den Begegnungen an, wie Bochum und Freiburg gespielt haben. Freiburg gewinnt 1:0. Gegen den VfL Bochum und dadurch wird es da oben noch kuscheliger, liebe Freunde. Wir gucken auf die Tabelle nach nun 23 Spieltagen. Hannover trotz der Niederlage weiterhin vorne mit 43 Punkten. Gefolgt vom neuen Tabellenzweiten Preußen Münster 39 Punkte. Bochum punktgleich 39 Punkte auf Platz 3. Freiburg 38 Punkte. Nürnberg und Fürth mit 36 Punkten. Und auch Ingolstadt und Kaiserslautern sind in der greifbaren Nähe. Wobei, ich habe es, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, ich glaube, die aktuell ersten 7 in der Tabelle werden wohl die Aufstiegsplätze unter sich ausmachen. Und wir spielen, wir haben es gerade gesehen, als nächstes in Nürnberg. Und die haben eine sehr, sehr kuriose Statistik. Nürnberg hat in der aktuellen Saison erst ein einziges Spiel verloren. Allerdings auch 15 Mal unentschieden gespielt. Die Remis-Könige der zweiten Fußball-Bundesliga. Also, sie sind unfassbar schwer zu schlagen. Eine einzige Niederlage. Aber sie haben auch erst, in Anführungszeichen, 7 Spiele gewinnen können. Sind aber nichtsdestotrotz nur 3 Punkte hinter uns. Können also punktemäßig im nächsten Spiel zu uns aufschließen. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel also. Wobei, wir haben ja noch ganze 11 Spieltage zu spielen. Also, da kann noch eine ganze, ganze Menge passieren. Aber wir sind erstmal wieder zurück auf Tabellenplatz Nummer 2. Und das
kann auf jeden Fall erstmal nicht schaden. Und guck mal, Lescano hat an diesem Spieltag getroffen, steht jetzt bei 9 Saisontreffern. So, Pressekonferenz wurde mir sogar gleich zweimal zu eingeladen, warum auch immer. Und Bapo sagt Danke, Chef. Hat sich bedankt, dass er heute eingesetzt wurde. Kein Ding, mein Digger. Nach der guten Trainingswoche stehen deine Chancen auch beim nächsten Mal eigentlich ganz gut, dass er vielleicht zumindest wieder von der Bank kommen wird. Wird natürlich auch ein bisschen vom Spielverlauf dann abhängen. Denn ich glaube, uns erwartet ein wirklich sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Auswärts beim Club aus Nürnberg. Ich kann mich noch an das Hinspiel erinnern. Das war auch eins der spannendsten Partien bis jetzt, die wir in FIFA hatten. Ich kann mich erinnern, Nürnberg führte im Preußenstadion 2-0, aber wir haben uns dann nochmal zurückgekämpft. Endstand war 2-2 gegen die unentschieden Könige der Liga. Keine große Überraschung. Wir gucken mal kurz auf die anderen Partien, gegen wen unsere Konkurrenz denn so ran muss. Der VfL Bochum bekommt es zum Beispiel ebenfalls am Freitagabend zu Hause mit Dynamo Dresden zu tun. Dann das 6-Punkte-Spiel zwischen Nürnberg und Münster und ein weiteres 6-Punkte-Spiel zwischen Greuther Fürth und Freiburg am Samstag. Zudem ist Ingolstadt zu Gast bei Würzburg. Dann gibt es am Sonntag noch das Außenseiter-Duell von Braunschweig gegen Kaiserslautern. Und der Tabellenführer Hannover ist am Montagabend erst zu Gast im Einsatz bei Fortuna Düsseldorf. Okay. Also, nochmal ein Blick auf die Tabelle. Mann, wir sind erstmal wieder dort, wo wir sehr gerne am Ende stehen würden, auf Platz 2. Aber das wird wirklich, wirklich, wirklich ein spannender Kampf bis zum Ende. 11 Spiele sind noch zu gehen, also die Saison ist noch wirklich sehr, sehr lang. So, ich habe wieder einmal nervös durch die Menüs gescrollt, wo ich gleichzeitig überlegt habe, wollte ich noch irgendetwas zeigen? Transferüberblick, können wir mal wieder ganz kurz gucken. Denn da ist zum Beispiel Sokrates gewechselt zu Paris Saint-Germain, beziehungsweise wird wechseln im kommenden Sommer. Das Transferfenster ist ja aktuell geschlossen. Und guck mal, Regensburg hat sich verstärkt. Allerdings auch erst zur neuen Saison mit Zulu Aga. Rechtsverteidiger für 1,25 Millionen Euro. Joel Matip wechselt mal zu Real Madrid für knapp 40 Mille. Philipp Max, hier im Let's Play mittlerweile bei Newcastle angestellt, wird verliehen an Deportivo La Coruña. Interessant. Wendell wechselt zum FC Arsenal. Bacciuhali wechselt zum AC Mailand. Jonas Hofmann zu Stoke City. Und ich glaube, die Transfers haben wir schon alle mitverfolgt, oder? Haller wird verliehen. Frankfurts bester Stürmer wird verliehen an den OSC Lille. Ja, habe ich schon häufiger gesagt, manche Transfers sind fragwürdig. Sagen wir mal ganz vorsichtig, fragwürdig. So, was nicht fragwürdig ist. Jetzt wollte ich irgendwie eine perfekte Überleitung herstellen, aber irgendwie konnte ich da gerade keine Verbindung herstellen. Lasst mich überlegen, wie kann ich das jetzt noch irgendwie retten? Ich glaube, gar nicht. Und deswegen sage ich an dieser Stelle immer das, was ich sonst auch immer tue. Vielen Dank, liebe Freunde, dass ihr dabei wart bei diesem Part von Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Heute endlich mal wieder gewonnen, knapp, aber verdient mit 1-0 gegen Regensburg. Und beim nächsten Mal steht das nächste spannende Spiel an. Wir sind zu Gast beim Club, beim 1. FC Nürnberg. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, macht es also gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.